In Dresden laufen die letzten Sekunden in der Eishockey-Partie. Eislöw in Dresden gegen die Eisbären Regensburg. Und Regensburg liegt mit 3:6 zurück. Man hat alles versucht. 0:0 im ersten Drittel. Das war ein super gutes Drittel der Regensburger. Dann im zweiten Spielabschnitt 0:3 zurück. Man schien auf der Verliererstraße zu sein, aber sie kamen nochmal zurück. Lukas Jäger und Thomas Gulda, der mit seinem ersten Saisontreffer verkürzen auf 1:3 und 2:3. Dann im Schlussabschnitt Dresden nochmal in Front. 4-2, 5-2, aber noch einmal die Eisbären über Corbinian Schütz, 5-3, man nimmt den Torhüter vom Eis, versucht alles und dann ein Empty-Net-Goal der Hausherren, 6-3, die endgültige Entscheidung zugunsten der Eislöwen, die damit im siebten Spiel hintereinander gewonnen haben, die Eisbären mit einer tollen Leistung, mit einer tollen Einstellung und unterstützt von vielen, vielen Fans. Es hat nicht sollen sein heute, allzu viel Glück haben die Regensburger in dieser Partie. Wahrlich nicht. Eislöwen Dresden gegen Regensburg. 6:3. Jetzt müssen am Freitagabend gegen Krefeld alle in die Halle kommen, um die Eisbären zu unterstützen. Aus Dresden Armin Wolf für Eisbären TV.